Ich zeige euch in diesem Video alle Tiere, die ich auf meiner dreiwöchigen Reise in Bali gesehen habe. Und wir fangen mit den normalsten Tieren an und dann gehen wir zu den ganz crazy Tieren. Zuallererst haben wir super, super oft Straßenhunde gesehen. Und am liebsten hätte ich jeden einzelnen davon mitgenommen. Die waren so unfassbar süß. Auf einer Insel durften keine Autos fahren, deswegen waren da überall nur Pferdekutschen. Und außerdem haben wir an den randomsten Orten überhaupt immer Kühe gesehen. So mitten auf der Straße, das war so random. Und bestimmt 50 Geckos haben wir gesehen. Hier auch einen im Wasser und das war der größte, den wir gesehen haben. Und an einem Abend, das war so komisch, richtig spooky, wie bei so einer Sekte. Da waren einfach so 30 Schnecken auf dem Boden und dann haben wir ein paar Ziegen öfter mal gesehen. Und ganz viele kleine Hühner, die waren so süß. Da waren richtig viele Babys, haben wir ganz oft gesehen, so eine Family. Und mein absoluter Favorite Part war, glaube ich, einfach dieser Affe, der eine Banane gegessen hat. Das war so iconic. Das Tier hier, das aussieht wie ein Waschbär, war ein Luwak, so heißen die Tiere. Und, oh Gott, mein Traum, einfach die Delfine. Außerdem haben wir bestimmt 10-mal Unterwasserschildkröten gesehen, war für mich auch das erste Mal. Und das verrückteste Tier war einfach das hier. Es sieht aus wie ein Delfin, aber das war einfach ein Wal.